heute Abend Livestream. Kommt unbedingt vorbei. Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem wunderschönen Video in diesem wunderschönen Tage. Thomas, ist dein letzter Arbeitstag, bevor du in den Urlaub fährst. Ich werde voll vermissen. Thomas, ja. Das war genau die falsche Reaktion. Du bist ab jetzt entlassen. Nice. Aber ich kann Thomas nicht feuern, weil dann gibt's keine Videos mehr. Leute, Thomas war mal wieder fleißig. Auch an seinem letzten Arbeitstag arbeitet der Junge fleißig weiter, ja? Man könnte schon denken, der eine oder andere ist im Urlaubsmodus. Thomas nicht. Thomas hat gearbeitet, Leute. Und wir gearbeitet. Er hat sich nämlich mal wieder in die Weite des Internets begeben und auf Reddit nach Leuten gesucht. Wieso trage ich Kopfhörer, Alter? Ich reagiere auf Bilder. Ich brauche keine Kopfhörer. Und hat sich überlegt, er schaut sich doch jetzt einfach mal an, was Leute da alles so in ihrem Job nicht richtig gemacht haben. Vorab, ihr hört vielleicht die Klimaanlage, 3 Tage Festival und 4 Rumgeschrei haben meine Stimme, sowie auch meine komplette Füße des Körpers. Meinem Körper geht schlecht, das wollte ich damit sagen. Ich bin momentan krank, dementsprechend kann es sein, dass ich vielleicht auch die Tage einfach keine Videos mehr hochlade und im Krankenhaus bin. Gut, beginnen wir mit dem ersten Video, meine Freunde. Mit dem ersten Video wahrscheinlich. Mit dem ersten Bild, und zwar haben wir hier... Thomas? Ja? Kann es sein, dass du da mitgearbeitet hast? Weil es so wack ist mit deinen Videos? Nee, es ist nicht wack wie meine Videos, es ist einfach... Unglaublich dumme ADS-lastige Fehler, kann das sein? Das sieht mir doch gar nicht. Die Leute wollen mich sehen, nein, wollen sie nicht. Gut, dann machen wir das mal dazu. Ja, Leute, ihr seht hier auf jeden Fall, dass der Schornstein vorher komplett super aussah und danach, nach dem Brick Repair, komplett beschissen aussah. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich gerne für mein Produkt sagen würde. Es gibt auch ein Bild von mir hier eingeblendet, meine Freunde. Ihr seht, bevor ich mein Merch trage, bin ich unglaublich glücklich. Und als ich dann mein Merch gekauft habe, war mein Leben quasi vorbei. Ganz tolle Angelegenheit, echt super. Da nochmal ein großes Lob an die Agentur, die das hier gemacht hat. Ja, hier haben wir jetzt die One News mit dem Weather Forecast. Also mit der Wettervorhersage, und da steht dann Edit this text und Edit this location. Man sieht auf jeden Fall, Edit location gibt es heute Sonne und die Gradzahl ist Edit this text, also ist auf jeden Fall sehr interessant. Hilft auf jeden Fall weiter, also wenn ihr in Edit location wohnen solltet, dann wisst ihr auf jeden Fall, dass es morgen Sonne gibt, übermorgen Wolken und dann wieder Sonne und Sonne, aber die genauen Gradzahlen können wir euch leider nicht verraten, weil das ist geheim und bei diesem Sender arbeiten nur dumme Leute scheinbar. Ja, hier auch danke schön für die Übersetzung an der Stelle. Wer mag nicht gerne HDFHD klingt so beschiss wie der YouTube-Kanal von der Vive. Ja, sieht nicht nur sehr appetitlich aus, sondern klingt auch sehr appetitlich tatsächlich. Auch nur für 150 NT. Keine Ahnung, was für ein Bitcoin das schon wieder ist, aber ich würde es mir auf jeden Fall reinziehen. Sieht unglaublich gut aus, Thomas. Ich würde dich gerne zum Essen einladen, wenn du Bock hast. Ja. DFG, JK, GHF, JF, Bock drauf? Nö. Super. Ja, und das erinnert mich an unser YouTube-Haus, weil es da tatsächlich ähnlich gewesen ist. Man sieht hier noch die Abnahmemappe der Person, die gerade die Immobilie abgenommen hat. Ich als alter Fuchs weiß das natürlich. Das Heizungsthermostat, welches da tatsächlich verhindert, dass die Spülmaschine aufgeht, mag vielleicht am ersten Blick falsch angebracht sein, liegt aber tatsächlich daran, dass das einfach nur eine Energiesparmaßnahme gewesen ist des Vermieters, der sagen möchte, spült eure Sachen einfach selber und alles, was du nicht so von oben in die Spülmaschine reinwerfen kannst, kannst du einfach für Hand spülen. Also Pfannen, Töpfe und sowas, ne? Muss ich sagen, finde ich eine sehr gute Möglichkeit, hier einfach auf Wasser zu sparen. Wichtig, dass der Vermieter sich damit auseinandergesetzt hat. Extrem wichtig, definitiv. Okay, was ist jetzt hieran verkehrt? Ich verstehe es, glaube ich, nicht. Thomas, kannst du mir das vielleicht erklären? Ich weiß nicht, was hier der Fehler ist, Thomas. Ist ja nicht mein Job, ne? Ja, Thomas, you had one job und den hast du auch verkackt. Ja, ich meine, warum soll man sich auch die Mühe machen, da die Arme durchzustecken? Das ist ja eigentlich eines dieser super realistischen Vorbilder für Körperkultur momentan. Also Leute, wenn ihr nicht ungefähr so aussieht wie dieser Kerl hier, ich mache das mal ganz kurz vor, dann seid ihr auch einfach nicht mehr fashionizable. Also wenn ihr quasi nicht so rumläuft, ja, dann braucht ihr auch gar nicht mehr ankommen, Leute. Tragt eure T-Shirts bitte fordern so, ihr seht es hier gerade. Das ist die neueste Fashion und Kilian Jonas ist auf jeden Fall auch schon am Start. Nein, nicht wirklich, Alter, oder? Mein Gott, ich würde mich so abfacken, wenn mein Auto da gestanden hätte. Wie kann man denn einfach so trotzig sein? Wie kann man denn so trotzig sein und einfach mit der Farbe über die Motorhaube eines fremden, parkenden Autos gehen? Selbst wenn da Schilder gestanden haben, bitte fahren Sie Ihr Fahrzeug bis zum so und so vielten weg, weil nämlich hier morgen Straßenarbeiten stattfinden und der Typ sein Auto da hat stehen lassen, ist das noch lange kein Grund, über sein Auto mit weißer Plakatierfarbe zu malen. Das geht nie wieder ab. Sein Auto ist hinüber und seine Felge wurde auch angemalt. Was hat der Mann euch getan? Warum? Das ist asozial. Das ist dumm. Ich hoffe, dass dieser Mitarbeiter gefeuert worden ist und nie wieder Farbe in die Hand nehmen darf. Oder ich hoffe, dass es sein Auto war und er betrunken. Ich weiß es doch auch nicht, aber das ist wirklich dumm, Alter. Pulled that sidewalk boss. Ja,
da scheint dann auch jemand gewesen zu sein, der einfach keine Lust mehr hatte und gesagt hat, gut, dieser kleine Übergang reicht dann an der Stelle auch. Warum sollte man dann eventuell noch eine Platte dazustellen, wenn man sich das Geld einfach sparen kann oder die Platte einfach mit nach Hause nehmen kann, um die auf seiner Terrasse zu verbauen? Mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen Fahrrad- oder Rollstuhlfahrer ein bisschen lästig sein, um die Ecke da zu kommen, auch mit diesem tollen Hydranten, der da mittendrin steht. Das ist einfach kompletter Nonsens und ich frage mich manchmal wirklich, wer so etwas absegnet und dann einfach sagt, ja, was soll ich jetzt machen? Das lassen wir jetzt halt so. Kann ich jetzt, also, das bleibt jetzt so, weil... Tschüss. Geile Idee. Richtig gut. Nice one. Ja, da hat jemand wohl zu viel Fortnite gespielt und sich dann einfach selber eingebaut. Vielleicht hat die Treppe ja da auch einfach eine architektonische Funktion und soll das Ganze ein bisschen aufwerten oder eine stützende Funktion. Vielleicht wurde einfach gesagt, eine Treppe hat die besten Trägereigenschaften, weil diese kleinen zwei Betonpfeiler ja nicht ausreichen würden. Und deshalb hat man gesagt, gut, wir nehmen jetzt eine Treppe und bauen es einfach so. Oder man ist einfach hingegangen und hat das Stück hier hinten dran gesetzt, weil man sieht hier ganz klar den Versatz. Also dann die Treppe zu entfernen, wäre dann wahrscheinlich zu aufwendig gewesen und... Außerdem ist das eine ganz lustige Geschichte, die du all deinen Freunden erzählen kannst, wenn die dich zu Hause besuchen. Total unterhaltsam. Ja, gut, Thomas, ja. Ist dir bewusst, dass das Foto auch einfach kopfüber fotografiert worden sein kann? Ja, ich habe sogar umgedreht selber. Jetzt mach das weg, ich habe meine Haare nicht gemacht. Was soll denn das? Thomas, du hattest einen Job! Und wenn es falschrum angebracht worden ist, dann tut es mir wirklich leid für die Person. Aber es sieht tatsächlich so aus, als wäre es einfach nur falschrum fotografiert. Ja, und Thomas ist einfach drauf reingefallen. Respekt. Das sind auch so Dinge, die mich persönlich immer triggern. Ich bin ein sehr ordnungsliebender Mensch, auch wenn man das vielleicht bei meinem Büro nicht vermuten mag, weil tatsächlich hinter diesem Greenscreen einfach Müllberge sich auftrümmern, die der Menschheit eigentlich noch nie präsentiert worden sind. Jedenfalls triggert mich sowas auch immer, wenn ich in Köln sehe, dass jemand einen Kanaldeckel anhebt und der nicht wieder richtig rum reingesetzt wird, sodass das Wappen quasi falsch rum ist oder halt nicht genau geradlinig mit der Straßenführung übereinstimmt. Ja, hier stimmt halt einfach gar nichts. Also, da hat jemand einfach... Dann, anstatt einfach den Kanaldeckel zu drehen, hat man dann einfach neue Striche drauf gemalt. Warum gibt es Menschen, die einfach so dermaßen dumm sind? Das ist ein rundes Objekt, das kann man rotieren. Naja. Das hier ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsplätze im Stadion. Da sehe ich auf jeden Fall wieder komplett rot. Kleiner Witz hier am Rande. Bitte Trommelwirbel und Tusch für mich an der Stelle. Nö. Das sind auf jeden Fall auch diese Plätze, die man dann für 90 Euro kauft, weil man dann unbedingt in der VIP-Loge sitzen möchte und dann kriegt man halt eine rote Wand vors Gesicht. Ist aber vielleicht, je nachdem, welcher Verein da gerade spielt, gar nicht so verkehrt und je nachdem, wenn man dann gerade kurz vor Abschied in der zweiten, fünften oder sechsten Liga steht, kann man sich das auf jeden Fall mal so geben. Er hier sieht auf jeden Fall super, super begeistert aus und scheint dann eine riesige, geile Zeit zu haben und ist auf jeden Fall auch durchgehend am Klatschen. Ich glaube ganz fest, dass der Kerl diesen Platz bewusst ausgewählt hat und sich auf jeden Fall freut, jedes Mal zurück, sondern ins Stadion zu gehen. Nein, oder? Das macht er. Also es tut mir leid, manchmal denke ich mir wirklich, dass sowas gestaged ist. Kein normaler Handwerker würde sagen, ja, jetzt haben wir hier ein Loch. Ich habe nicht mal Tesafilm, ich habe auch kein Klebeband. Ja, ich habe noch Pflaster aus dem Verbandskasten. Warte mal, ich habe noch genau drei unterschiedliche. Eins davon hatte ich schon auf meinem Hühnerauge am rechten Zeh. Dann kleben wir das einfach da drüber, dann ist die Wand wieder wie neu, oder? Ja, also manchmal denke ich mir wirklich, dass das... nicht von dieser Welt stammen kann. Dann lass es doch bitte einfach kaputt, anstatt ein Pflaster drüber zu kleben. Das macht es ja noch unsättlicher. Das ist genauso, wie wenn ich eine Beule im Auto habe und einen Pfeil über das ganze Auto male, der auf meine Beule zeigt, damit jeder die Beule sieht. Das ist scheiße. Das macht man nicht. Das ist dumm. Ja, also das mit der Giraffe an der Stelle. Also ich meine, ich war ja selber in Afrika und habe Giraffen gesehen. Und ich kann euch versprechen, dass die meisten Giraffen genauso aussehen. Viele Leute wissen das nicht, weil das wird auch immer von sehr vielen Naturdokumentationen falsch dargestellt. Viele Giraffen haben einfach einen Mensch, der aus dem Hals rauswuchert. Das ist leider Gottes realistisch. Ebenso dieser Elefant, der tatsächlich anstatt des einen Auges ein menschliches Gesicht hat. Oder auch dieser Gorilla, der sogar halbwegs gut getroffen ist. Aber gerade die Giraffe ist auf jeden Fall... Also, das ist super gemacht. Das ist absolut richtig. Wer kennt's nicht, wenn man dann mal zu Hause ist und den Teppich nass wischen möchte mit einem Mop, weil man damit ja den Teppich so gut sauber bekommt und das auf jeden Fall sehr hygienisch ist. Da kann man sich dann auch wieder fragen, warum macht man das? Vielleicht hat da jemand hingekotzt oder so und er versucht, die letzten Sprinkles aus dem Boden rauszuziehen. Ich glaube aber ganz einfach, dass der Kerl auf jeden Fall das richtige Reinigungsmittel hat und definitiv überzeugt ist von seinem Job. Auf jeden Fall sieht das sehr, sehr professionell aus und sehr, sehr gut und ich wünsche dem Mann ganz viel Erfolg dabei, den Teppich mit einem Nassreiniger weiter zu reinigen. Ja, und auch hier ist es verboten, kopfüber über den Zebrastreifen zu laufen. Da muss man aufpassen. Also man darf hier nicht im Kopf dann über den Zebrastreifen laufen. Ist wichtig, das ist wahrscheinlich ein Schild aus Australien, weil da ist hier eher alles verkehrt rum. Mein Gott, die Flachwitze sind so dermaßen scheiße, ich sollte auf jeden Fall meinen Kanal löschen. Ja, und hier hat... Was ist das denn? Das sieht aus... Was zum Teufel hat diese Person gemacht? Put them lines on, Boss. Digga, du hattest eine Aufgabe, du solltest gerade Linien ziehen. Es gibt dafür ein Gerät, was gerade Linien zieht. Was hast du hier verbrochen, Alter? Das kann kein offizieller Arbeiter der Stadt gewesen sein. Das muss irgendein Random gewesen sein, der noch ein bisschen Farbe übrig gehabt hat und gesagt hat, ich male jetzt einfach mal ein paar Striche auf die Farbe an. Das ist doch nicht normal. Also... Das
sorgt auf jeden Fall für eine Menge Unfallgefahr, weil natürlich die ganzen Autos mit Spurhalteassistenten gar nicht wissen, was sie machen sollen, einfach tendenziell gegeneinander fahren. Tolle Leistung auf jeden Fall dafür. Ja, und hier haben wir ein wunderschönes Fußballfeld, was nicht ganz gerade gezogen ist. Man merkt vielleicht, dass Katar noch nicht ganz fertig ist mit dem Bau der Stadien. Sie sind auf einem echt guten Weg. Ich denke mal, 2022 wird eine richtig tolle WM. Ich glaube, dass auf jeden Fall unsere deutschen Jungs sich auf dem Platz deutlich besser schlagen werden als jetzt gerade in Russland. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass bis dahin auch vielleicht hier zumindest der Elfmeterpunkt noch eingezeichnet wird, weil dann sind wir eigentlich soweit ready und können direkt loslegen. Also das ist auf jeden Fall ein super fairer Platz. Ganz tolle Arbeit, yeah. Hang the photo, Boss. Ja, ich glaube, das Foto ist verkehrt rum aufgehangen. Also es sieht wirklich so aus, als hätte die Frau das Kind in der Luft gegriffen und wird halt mit ihm einfach abhauen. Ich glaube, das muss man rotieren. Warte mal ganz kurz. Ich fixe das ganz kurz für die Person. Ich gehe ganz kurz hin und mache das mal richtig hier. Das Foto müsste eigentlich so hängen, dass, Ja, aber jetzt ist ja der Raum falsch. Jetzt ist ja der Raum falsch umgebaut. Ah, scheiße. Ein Nix-Bild. Ja, es gibt kein Ex-Bild. Wunderschön. Da sind wir auch wieder am Ende dieser eigenartigen Tortur angelangt. Bitte schaut heute Abend unbedingt bei mir im Livestream vorbei, weil ich bin ganz alleine und habe keine Freunde, die zuschauen. Meine Stimme wird wahrscheinlich bis dahin auch weg sein. Ich werde auf jeden Fall jetzt live wieder Ingwer-Schoten in die Nase ballern und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und ja, Thomas, dir schönen Urlaub, ne? Nö. Super. Macht's gut. Haut da rein und dann schaut vielleicht mal bei Thomas auf Instagram vorbei, weil der sicherlich die ein oder andere Story aus seinem Zelt posten wird, wenn er dann seine eigene Kacke fressen muss, weil er vergessen hat einzukaufen. In diesem Sinne, macht's gut. Haut da rein. Bis dann. Tschüss.